Ja, wir schwimmen da einfach mal drauf los, ne? So ein Riesenfisch wird man ja kaum übersehen. Ach du Kacke. Vulkan. Na. Okay, ich habe ihn gesehen. Hat er uns schon gesehen? Überleben wir das? Keine Ahnung. Ich schwimme jetzt einfach mal ran. Ich komme da gar nicht ran. Der ist viel zu schnell. Bis er uns dann sieht. Ja, er hat uns gesehen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ali, hallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge per Anhalter durch Himmelsrand. Ja, Untererdfluss, genau da kommen wir her. Und wir müssen, glaube ich, langsam mal ein bisschen mit Tempo zurückgehen, denn wir haben kein Wasser mehr dabei. Noch 49. Inventar ist ziemlich voll. Na, die orangene Tafel, cooles Fischeichen. Paar Rubine, Deko, gefällt mir. Kurz noch checken, wie viel Platz der Krebs noch hat. Noch nicht mal halb voll, okay. Batterie halb voll. Ja, wir gehen jetzt einfach mal raus hier und Richtung unsere Base. Wir nehmen noch alles mit, was wir können. Jetzt war ich mir erst nicht sicher, ob ich noch den Torpedo. Ah! Torpedoarm aktiviert hat, ausgerüstet hatte. Das wäre weniger cool gewesen. Aber ich. Hier sind Fische. Ich könnte auch ein paar Fische essen. Sollten uns ja auch etwas Flüssigkeit geben. Jetzt werden Fische geschlachtet. Fischmassaker! Hab ich den erwischt? Ist der gekocht? Ne, der ist noch roh. Wieder rausschmeißen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, da unten. Komm, wie viel gibst du denn? Minus. Der ist immer noch roh. Der ist weggeschwommen. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist er gekocht. Plus 4. Das ist sehr wenig. Der Bumerang war wohl auch nicht viel mehr. Da oben ist noch einer. Komm her. Ah! Oh. Diese Spinnen. Nein, nicht Spinnen. Ich muss das kurz nachlesen. Das lässt mir keine Ruhe sonst. Lebensformen. Tiere. Okay. Amöboid. Haben wir auch noch gescannt. Sah für mich eher wie eine Pflanze aus. Pflanzenfresser groß. Den Geisterrochen. Beurteilung, nicht essbar. Okay. Das war doch ein Fleischfresser. Krabbenkalmar. Genau, die sind ja da auch noch. Da ist schon einer. Sollten da ein bisschen aufpassen. Hi. Krebsi. Okay, die Fische hier sind nicht wirklich gute Wasserquellen. Schauen wir, dass wir rauskommen hier. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wo der Eingang war. Wir sind da ziemlich tief rein. Nee, ich glaube, hier geht's eher runter. Oh oh. Los, Krebs, los! Drück auf die Tube, eiserner Bube! Hier ist der grüne Nebel. Oh, der war wohl schon ziemlich nah. Ah, wir müssen weg hier. Schande. Da ist die Base. Genau, wir müssen bei der Base. Oh, die Geräusche, Mann. Oh, der teleportiert sich einfach zu uns hin. Kurz. Ah. Strom, Strom. Ich töte dich. Ekelige Dinger. Und viel Schaden hat er nicht gemacht. Boah. Panik, leichte Panik.
glaube, da vorne geht's raus. Ja, genau. Warpa, warum nicht? Komm, trau dich. Oh, Leben. Oh, was für ein Horror. Wir werden noch draufgehen da unten. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. So. Nein. Oh, Glück gehabt. Weiter. Weg. Weg. Hier lang. Genau. Hier lang. Oh. Ja, Warpa. Super. Komm her. Flugangriff. Ich habe ihn erwischt. Glaube ich ja nicht. Sind wir jetzt hier am richtigen Ort? Ich glaube ja. Nein, wir bewegen uns einfach im Kreis. Oh, das reicht. Das reicht. Nein, das reicht nicht. Schöne Scheiße. Kurz warten. Zieh hoch, 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 hoch. Kriegen wir hin. Kein Stress. Nur mit der Ruhe. Ja, der Weg scheint aber... der richtige zu sein. Ja. Kämpft gegeneinander. Lass mich in Frieden. Der kommt bestimmt jetzt. Und zoom. Boah. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich glaube, hier kommen wir raus. Willst du? Na, komm her. In dein Gesicht. Geh weg. Ja. Wir haben den Ausgang gefunden, jetzt holen wir uns da noch ein bisschen Silber und gehen nach Hause. Springen! Oh, die... Oh! Da! Ne, die geben ja, wenn wir sie essen, auch nicht viel Wasser, aber ich glaube, die Spatenfische schon. Oh, der war noch lebendig. Mist. Komm her! Ah! Habe ich den? Der zuckt nicht mehr, glaube ich. Ja. Wie viel? 3. Wollt ihr mich verarschen? Was gab denn da so viel Wasser? Irgendetwas? Inventar voll. Irgendetwas. Gab doch da eigentlich reichlich Wasser. Waren das diese... Alter. Ich bin hier munter am Fische jagen und gleich werden wir gejagt. Nein, nicht rausschmeißen. Eieieiei. Ich bin zu nervös. Jetzt haben wir noch 3x4 Plätze. Und 3x2 Plätze. Okay. Boah, verpisst euch doch einfach. Komm her. Krieg! Nein! Krieg, habe ich gesagt. Oh, Klubscher. Klubscher. Die geben doch auch ein bisschen. 5, immerhin. Wir behalten immer so um 50 rum. Kann ich das essen? Nein. Weg. Oh, wir müssen einfach weg hier, Mann. Es ist mir zu bedrohlich. Sicherheitslichtcheck muss ich schon immer machen. Silber, wir gehen da einfach zum Silber hoch. Reicht das? Ja, ich glaube, das reicht. Ja, Reiffische geben bestimmt auch nur wenig Wasser. Wir lassen das jetzt gut sein und beeilen uns einfach. Oh, da war wieder so ein Ghost Leviathan. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir die scannen können. Brauche ich einfach ein paar Medipacks dabei. Aber hier ist auch schon wieder so ein Scheiß. Warpa-Gesicht. Ne, ich will da nicht runter. Ja, der kriegt uns doch garantiert. Komm her. Oh. Mist. Da hat wohl irgendein Vollidiot nicht auf seinen Lebensbalken geschaut. Oh,
Jetzt wissen wir das Zeug wieder. Ja, du bist gestorben. Ja, ist mir aufgefallen. Okay, die Ressourcen sind weg. Die Eco-Zeugs ist noch da. Ah, Mann! War wieder mal typisch der Tag. Erstmal was mampfen. Schön Gemüse essen. Muss. Es ist gesund. So. Ah. Das kotzt mich jetzt an ein bisschen. So ganz, ganz kleines bisschen. Deko-Zeug. Oben raus. Medipack. Ja, Medipack. Alle, die ich habe. Wasser. Ja, Wasser. Dreimal mindestens. Es wird da nicht mehr gespart an Platz im Inventar. Jetzt wird mitgenommen. Ausrüsten. Okay. Schnellwahl. 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 Das Zeug kurz da irgendwo hinstellen. Erstmal. Ja. Dann muss ich das. Okay. So. Dann den da so hier vorne. Dann noch das Teilchen. Jetzt haben wir hier zweimal so ein. Ist ja egal. Erstmal einen Tisch voll klatschen. Dann das Zeug wieder in die Schnellwahl. So. Batterien. Könnte ich ja kurz wechseln, wenn wir schon da in der Base drin sind. Haben wir neuen Fisch? Ne, ich glaube nicht. Scannerraum programmieren könnten wir auch schon. Kann der schon mal was scannen? Was brauchen wir denn unbedingt? Ich nehme an, Titan wird wohl auch wieder schnell mal ein Thema werden, deswegen sollte er doch mal Frax scannen. Okay. Den Rubin noch ausladen und die orangene Tafel. Der Rest ist okay so. Die Batterien noch und dann geht's weiter. Nach dieser peinlichen Panne. Ich habe wirklich nicht auf mein Leben geachtet. Tauchflasche. Nee. Habe ich nur so wenige Medipacks? Ich habe mir doch da mehr in Reserve gepackt. Hier was. Eine Wumme. Müssen wir nicht mit dem Messer ran. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so doof. Ja, direkt auch in die Schnellwahl damit. Yeah, sexy Teilchen. Das erste Mal in der Hand. Oh, eine schwarze. Ist wohl ein Ladefehler. Bist du noch? Ja, wir müssen sowieso den Strom dann ausgehen lassen. Ja, Schande. Wo ist ein Krebs? Krebs, hier. Boah, das wird jetzt eine Aktion werden, das mit dem Seegleiter zu holen. Ich glaube, der Plan für diese Folge ist festgelegt. Krebs zurückholen. Ich könnte eigentlich kurz pennen gehen. Da ein Tageslicht das machen. Das wäre doch schon ein bisschen angenehmer. Ah, die Luke muss ich ja wieder einreißen, genau. Oh, entschuldige, Flitzer. War keine Absicht. Kurz hinlegen. Sollte wieder trocken sein. Mann, das wurmt mich jetzt, dass wir da gestorben sind. So blöd. Wirklich. Kein Kommentar. So, ein typischer Dark wieder mal. So, ich wollte noch schauen. Medipacks. Was brauchen wir denn dafür? Könnte mir noch ein, zwei mehr herstellen. Fasergewebe. Nur. Dafür brauchen wir Schlingpflanzen. Habe ich Platz dafür?
Aber hallo, machen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück kann ich mitnehmen. Nehme ich. Okay, nee, ein Büschel will ich dann wieder einpflanzen. Oder zwei. Mache ich hier erstmal. Einfach, dass uns die nicht ausgehen. Und jetzt hauen wir die sechsmal. Fünfmal. Sechsmal. Super. Rein. Gar nicht mal so blöd, glaube ich. Nochmal drei Medipacks. Ja, das muss reichen. Dann werde ich nämlich auch den Ghost Leviathan, den Geister Leviathan auch noch versuchen zu scannen, wenn wir schon nochmal da in der Gegend sind. Wenn ich da sowieso dahin gehe, drei Titan und ein Kabelsatz, also zweimal Silber, noch so ein Raubtier-Täuschkörper wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Drei Titan und zwei Silber. Ich hoffe, ich habe noch sowas. Silber könnte eng werden. Ein Titan. Okay, das Titan hätten wir. Haben wir Silber oder einen Kabelsatz? Nein. Okay, dann. Oh, das Ei haben wir wohl. Nee, das habe ich wohl in Krebs gepackt, hoffe ich. Wir sind ready to go. Okay, mach da noch mal Wasser, bitte. So. Wir sind bereit. Mission Krebs. Viel ist das? 1700, das kriegen wir vielleicht sogar hin. Was? Ein Wrack in der Luft. Ist das die Rettungskapsel? Oh, das wird als Wrack angezeigt. Interessant. Bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Ja. Wie viel Luft? Wieso? Das sollte reichen, bis wir zum Krebs kommen. Kommt da ziemlich weit, wenn man einfach Strecke macht mit dem Seegleiter. Es waren das 35 Meter in der Sekunde oder so. Kann das sein? Das ist ziemlich viel. Und wir hören einen Chelyceratops. Okay, hier sind wir ja fast an der Oberfläche. Wären wir ja blöd, wenn wir nicht kurz Luft holen. Ich behaupte jetzt einfach mal, das reicht. 700 Meter, ja, das reicht doch locker. Und ich glaube, hier in der Nähe wäre es vielleicht auch clever, nochmal eine Base zu bauen. So eine Scanner-Base. Ist eigentlich auch ein sehr interessantes Gebiet. Es ist eins, das wir erkundet haben, aber nicht markiert. Ich glaube ja. Wahrscheinlich. Oder ich sehe die Boje einfach nicht auf Anhieb. Ah, hier. Ja, sowas kann ich mir dann wieder nicht entgehen lassen, kurz nachzugucken. Oh, wir waren da ja schon ziemlich nah an freundlichen Biomen eigentlich. Ah, Knochenhaie. Böser Hai. Oh, Quarz. Noch mehr Quarz. Wow. Runter. Boah, und der Sound, yeah, richtig nice. Seegleitererkundung. Krebsbergung. Oh, unsere Ressourcen. Können die noch einsammeln? Nice.
Unser Mörder. Verpiss dich. Ha. Sehr gut. Die kündigen sich ja an mit dem Geräusch. Ich hoffe, wir können uns darauf verlassen. Nee, der ist weg. Super. Ipsi, hi. Alles okay? Hast du mich vermisst? Kann ich mir denken, mein Kleiner. Kleine Schönheit, ich repariere dich auch gleich. Ne, mein Schnucki. Der kleine Walker. Ja, ja. Ja, Quarz. Oh, das war schon ein eingesammeltes, aber ich glaube... Wir haben alle Ressourcen wieder gefunden. Oh, Uraninit. Noch mehr. Lithium. Oh, ein nices Höhli hier. Ein Höhlchen. Oder ist das eine Höhle? Eine gefährliche Höhle. So, ich gebe mich zufrieden, was die Ressourcen angeht. Ghost Leviathan. Oh, ich habe die Ding vergessen herzustellen. Der war doch in diese Richtung. Ja, ja, wir schwimmen da einfach mal drauf los, ne? So ein Riesenfisch wird man ja kaum übersehen. Ach du Kacke. Vulkan. Okay, ich habe ihn gesehen. Hat er uns schon gesehen? Überleben wir das? Keine Ahnung. Ich schwimme jetzt einfach mal ran. Ich komme da gar nicht ran. Der ist viel zu schnell. Bis er uns dann sieht. Ja, er hat uns gesehen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Oh, scheiße. Okay. 3, 2, 1. Scan, 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 scan. Ah, dranbleiben. Scan, 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 scan. Los, los. Ja, wir haben ihn. Weg, 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 weg. Einfach weg, einfach weg. Runter, runter und weg. Oh. Nur einmal hat er uns jetzt gekriegt. Glaube ich ja nicht. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alter, Falter. Oh, Kupfer. Ja, Konzentration, da, Konzentration, komm, weg hier, weg. Wo ist Krebs? Vorne. War doch wieder eine ganz schöne Strecke. Oh, Mann. Es ist einfach zu dunkel hier. Boah, wir haben es gepackt, glaube ich kaum. Den Ghost Leviathan, Geister Leviathan. Komm her. Ja, ja. Mache ich kurz einen Prozess mit denen. Cool. Ich glaube, ich muss die Knarre öfters mal einstecken. Und gucken, ob ich das Ei jetzt noch... Das Ei jetzt noch habe. Nee, das ist weg. Wirklich? Oh, ihr Kackbratzen. Warum ist das weg? Es ist bestimmt da runtergefallen. Komm her. Tschüssi. Oh, ich... Nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das sind diese coolen Fische. Oh. Oh. Das glaubt ja kein Mensch. Nee, wirklich jetzt. Dass ich das jetzt noch gefunden habe.
Oh. Ja, ich will mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, das spricht für sich selber. Oh. Aber ich sollte mir angewöhnen, solche Sachen eigentlich ins Fahrzeug zu schmeißen, dann ist das safe. Wie es scheint. Das Zeug haben wir ja nicht verloren. Aber die Ressourcen verliert man. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. So. Wo bist du? Ich batz dich weg, mein Freund. Da vorne. Wollen wir es riskieren? Nee, der warpt uns garantiert aus dem Fahrzeug. 3, 2. Nee. Ha. Hey, guck mal. Ach, ich habe immer zu viel Freude an solchen Sachen, glaube ich. Okay. Ja, irgendwo da hoch. Es ist schon wieder zappenduster, Mann. Ja, dann irgendwo hier runter. Ja, nimm mit. Oh, ein Eichen. Kennen wir das schon? Mitnehmen. Da kommt wieder der Forscher in mir zum Vorschein. Und dieses Wrack haben wir uns, glaube ich, auch mit der Umgebung sehr gründlich angeguckt damals. Es ist nur orange wegen dem Biom. Jetzt bin ich schon neben dem Silber vorbei, glaube ich. Das müssen wir jetzt schon auch noch ein bisschen abholen. Da in dem Gebirge drin können wir uns ziemlich zügig bewegen. Oh, diese Klicklaute. Oh, da geht's runter. Einfach mal ins Blaue rausspringen. Das ist doch auch ganz geil. Mit dem Walker. Silber, wir sind gleich da. Mitnehmen. Los. Krebs leer machen. Dass wir da noch den jetzt vollpacken mit Silber. Ja, Quarz, komm her. Jede Menge Quarz, sehr schön. So, jetzt aber. Bohren, bohren, bohren. Ich glaube, das sind jetzt wirklich so diese letzten Ressourcen, die uns ausgegangen sind. Silber und Rubine. Und Silber können wir schon ordentlich mitnehmen. Für die Elektronik. Aber Rubine brauchen wir, glaube ich, nicht mehr allzu viele. Warum sehe ich den nicht? Ich glaube, einmal habe ich ihn getroffen. Schön den Reparaturstand im Auge behalten. Können ja einige Treffer vertragen von den Knochenhaien im Krebs. Es ist schon eine Maschine, das Teil. So. Silber. Ich glaube, wir haben's. Ich versuche jetzt erstmal so nicht die Silberquelle an der Boje zu nehmen, denn hier waren ja mehrere, genau. Dann können wir nämlich hier nochmal hin. Um uns Silber abzuholen. Scheint da ja wirklich viel zu haben. Ah, jetzt habe ich mich verlesen. Schon da die Quelle abbohren. Nicht einfach in die Luft halten, das Teil.
Okay. Ah, jetzt sind wir wohl voll. Hoppala. Nein, mein Silber. Könnt ihr doch nicht machen. Na, zu viele Medipacks dabei. Okay, für Silber würde ich aber was anderes vielleicht rausschmeißen. Oh, guckt es euch an. Wie schön. Titan würde ich auf jeden Fall rausschmeißen. Okay, machen wir das so. Bisschen Quarz kann ich ja behalten. Die vier Titane auf jeden Fall dann raus. Und den Rest Quarz, damit wir alles selber mitnehmen. Ich glaube, das Ei haben wir auch. Das schmeiße ich auch weg. So. Wie viele sind das? Zwei, drei Stück vielleicht noch. Schauen wir mal. Waren doch noch mehr. Ja, ich wollte gerade sagen. Auf jeden Fall noch zwei. Das können wir noch abbohren. Ja. Sonst finden wir das sowieso nie wieder hier. Das kleine Stück. Was ist noch mehr Silber drin, als ich gedacht habe? Wir können da immer noch bohren. Irgendwo hier. So, jetzt ist es aber weg. Okay, dann nochmal zwei Quarz raus. Ich hoffe. Sind jetzt wirklich auch zwei? Ne, nur noch eins. Geh dann wieder in Quarzi rein und wir sind fertig. Welcome aboard, Captain. Hallo Krebs. Haben jetzt eine reiche Ernte eingefahren. Und bewegen uns Richtung unsere Base. Boah. Wir sind umzingelt. Hilfe. Oh mein Gott. Wo springe ich da wieder? Runter. Ich will da nicht runter. Aber wir müssen. Aber wir müssen. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ich bin doch manchmal einfach ein Wahnsinniger. Boah. Alter. Dich mache ich jetzt alle. Du Kleiner. Ja. Kleiner Todfisch, du. Boah, wie weit noch? Nee, nicht da lang, hier lang. 1400 Meter. Okay, Knochenhaie ist von daher beruhigend, dass wir wissen, es sind keine Leviathane in der Gegend. Boah, ein freundliches Biom, wie schön. Das beruhigt mich doch ungemein. Oh ja, schöne Musik. Nett. Kommt man auch ordentlich voran da, tempomäßig gesehen. Ah, Bobby. Na, alles klar. Bist ein bisschen die Sonne am genießen. Naja, der Bobby. Er ist anders als alle anderen. Flieg, Walker, flieg! Bis zum Horizont und noch viel weiter. Oh, da ist die Aurora. Wow. Sieht doch auch ganz nice aus, wenn man sie aus dem Wasser so sehen kann. Ja, noch tiefer. Ah! Schande! Wo bin ich da wieder nur reingeplumpst? Oh, komm, komm, da die Kante. Das kriegst du doch hin, Krebs. Was für ein Loch.
Ich finde das nicht fair. Okay, wir versuchen einfach mal gerade hoch, ob wir. Heute ist ein spezieller Tag. Passiert die ganze Zeit da solche komischen Sachen. Kommt bestimmt dann der Chelyceratops auch noch kurz Hallo sagen, so wie ich das da einschätze. Würde mich nicht verwundern. Sieht gut aus. Wir können durchatmen. Und ich habe vergessen, wieder einmal die Nachrichten noch abzuspielen, die wir da in der Degasi-Basis gefunden haben. Das werde ich dann auch noch nachholen. Kurz mal die Zeit checken. Oh. Gut, eine halbe Folge. Wir haben noch Zeit. Das freut mich. Ich dachte, wir hätten da viel mehr Zeit verloren mit hin und her. Krebsen. Und wir düsen runter. Was ist das da eigentlich? Titan? Nein, Blei. Oh, gut zu wissen. Hallo, Kamera 2. Ja, das Wrack kennen wir. Hier sind wenige Wracks zu sehen in der Nähe von unserer Base. Oh, es ist doch einfach auch mega cool. So in seine Base reinzufliegen. Ich glaube, das wird mein. Es ist schon fast wieder zu dunkel für ein Titelbild. Schade. Ja, es sieht doch schon sehr, sehr nice aus langsam. Unser Bisschen. Gefällt mir. So, genug Sightseeing. Juhu. Krebsi parken. Erst noch kurz reparieren. Die wieder ordentlich eingesteckt. Üpp, rein Welcome da. aboard, Captain. Hallo Basis. Schön, dass du mich nicht vergessen hast. So. Ja, der Strom bleibt so bei 700 hängen. Jetzt schau mal, ist die schon wieder voll? Nee, noch nicht ganz. Stromnetz abstellen, damit ich die abbauen kann. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Und dann wird oben endlich mal angefangen, Spinde zu bauen, um da Ordnung zu erstellen. Eine richtige, echte Ordnung. Das Eichen habe ich jetzt trotzdem mitgenommen. Medipacks hier rein. Bojen auch erstmal hier rein. Ich weiß noch nicht genau, was ich denn jetzt genau in diesem Moment vorhabe. Jetzt hätten wir wieder tendenziell genug Material zu Hause, um wieder ein bisschen die Base auszubauen. Hier ist da noch Wasser drin, das hier nicht reingehört. Salz für Salzsäure nehme ich schon mal mit. Da die Ressourcen nehme ich jetzt auch mal raus. Titan brauche ich bestimmt. Kann ich hier dann noch das Uraninit reinschmeißen? Erstmal. Das ist auch noch ein Titan, das da nichts verloren hat. Ja, es ist mal auch okay.
Quarz nehme ich hier auch aus und noch ein Titan und ich bin schon mal zufrieden. Jetzt gibt es hier mal noch so Wirbeltorpedo. Die mal hier reinpacken. Super. Das war mir auch ein Anliegen. Dann nehme ich da noch mal ein bisschen was ins Inventar. Und zwar schmeißen wir erstmal die Eichen raus. Geht nicht. Müssen anderen Krempel loswerden. Habe ich das Bauwerkzeug, muss ich noch einstecken. Wohl. Salz. Ja. Bauwerkzeug. Genau hier. Dann kann die mal raus und der Gleiter haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Ja. Direkt nochmal Krebs. Eichen, Diamant und dieses Zeug. Jupp. Dann Eichen das erste Mal und die mache ich beide hier rein. Doppelte sind ja da hinten. Uraninit und ist okay. Dann hier Rubine. Ist auch okay. Ich könnte allerdings die Shop-Türen warten wir noch ein bisschen. Ja, diese Sortiererei immer. Jetzt brauche ich einfach noch Quarz. Und dann werden oben. Binde gebaut, wollte ich sagen. Ah, da kommt das Spiel langsam nicht mehr mit bei diesem Hin und Her. Quarz, genau. Dann ist da nur noch Silber und Uraninit drin. Dann nehme ich noch 6 Silber. Supi. Und dann ist hier noch. Wäre noch Quarz, haben wir aber genug. Titan wohl eher nicht. Jetzt kann ich hier abbauen und wieder hinbauen, genau. Wir sind ja ein bisschen so am Umziehen in den oberen Stock. Nein. Ja, dann leg dich halt hin. Kleines Nikachen. Denn dann könnte ich hier dann das zweite Dogma hinsetzen. Mache ich jetzt einfach, auch wenn das ein bisschen größenwahnsinnig ist. Aber wir müssen da schon, also ich will da schon eine anständige Base machen. So. Jetzt will ich mal schauen. Oh ja, Kaffeemaschine, genau. Sehr, sehr wichtig. Raumtrenner. Wie können wir denn diese Dinger platzieren? Es braucht das nur Titan. Ja. Okay. Das trägt zur Höllenstärke bei, habe ich das jetzt, ja, 0,2, richtig gesehen. Schlafbereich, hier, finde ich gar nicht mal schlecht. Tür, machen wir anständig hier, die kann ich
Einsetzen, wenn die Wand fertig ist. Okay, alles klar. Kein Titan mehr. Boah, das verschlingt ja übelst Ressourcen, wenn man da so Räume bauen möchte. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Und ich wollte dementsprechend nicht Fraxis kennen, sondern Metallschrott. Kann dir noch mal ein bisschen ackern. So, weiter umziehen, Bettchen wegbauen. Tasche, kann ich die mitnehmen? Ne, wir sind schon fast wieder voll. Posterchen. Deko-Zeugs, wäre das hier wohl mal alles? Ja. Schott. Ich bin voll. Okay. Deko umplatzieren. In unser neues Schlafgemach. Können da ja auch diese Lücke lassen, bis wir dann unsere Tür bauen. Bettchen, Bettchen, Bettchen. Doppelbett. Ne, wir brauchen kein Doppelbett, wir sind ja alleine. Dann platzieren wir das. Jetzt muss ich mal noch was anderes schauen. Haben wir die Möglichkeit, hier irgendwo ein Glas hinzubauen? Glaube nicht. Oder doch hier. Aber dann können wir den Raumtrenner wohl nicht mehr machen. Wäre aber auch geil. Okay. Bettchen. Bisschen da so an den Rand dran. Ich habe meine Betten immer an einer Wand. So, super. Mir gefallen das. Dann den Plüschi, den Mützchen, das Schiffchen will ich auch wieder, das Posterchen. Das ist, glaube ich, die Aurora, die kommt über den Kopfende. Ja, dann das Modell. Ja, so in die Ecke rein. Oh, super nice. Den Hut, den ich immer vergesse anzuziehen, deswegen liegt er immer da. Büschi kommt doch wieder aufs Bettchen. Wie habe ich das so hin auf die Ecke gesetzt? Schwebt ein bisschen. Kann ich es noch benutzen? Nein. Okay, Plüschi, komm, du kriegst einen Ehrenplatz. Hier. Finde ich auch in Ordnung. So. Der Umzug geht voran. So, dann. Ja, der hat schon ordentlich Metallschrott gescannt. Supergeil. Du bist voll. Müssen wir jetzt den Strom dann bald mal kappen? Was habe ich jetzt wieder vergessen? Tisch bauen. Titan. Haben wir jetzt noch Titan? Sonst gehen wir den nämlich erstmal besorgen. Und den Strom abstellen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Inventar voll. Das passt so. Schmeiße ich da schon mal alles raus, was wir jetzt gerade mal noch nicht brauchen. Das wird dann nochmal sortiert beim Umziehen. Ja, Tasche nehme ich jetzt auch mit nach oben. Ich glaube, das passt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind. Die Wohnungsabgabe ist noch nicht ganz geschafft, aber schon bald. Ich bin ja umgezogen. Deswegen gab es ja auch eine kleine Pause beim Subnautica Let's Play. Ach Mist, verdrückt. So, aber wir machen schön weiter jetzt.
bei diesem wunderbaren Spiel. Sporttasche da schön vor dem Bettchen. So. Ja, das sieht doch schon eher nach einem Schlafgemach aus. Abfalleimer, nee, komm. Übertreiben wir es nicht. Einen Stuhl brauche ich im Schlafzimmer. Einen Stuhl, ich glaube nicht. Eine Bank, ja, vielleicht um sich hinzusetzen beim Schuhe anziehen. So. Es nimmt Form an. Jetzt kann ich dann auch noch die letzte Verbindung und die Tür einbauen. Aber zuerst will ich so ein Teilchen und hier noch so ein Mikroskopi. Genau. Den kleinen Behälter brauche ich im Schlafzimmer. Sieht doch super aus. Ja, mir gefällt die Base immer wie mehr. Wahnsinnig. Gut. Und ein bisschen Musik ist doch auch schön. So, dann Trennwand. Die war hier. So, jetzt kommen wir nicht mehr in unser Schlafzimmer rein. Natürlich. Keine Panik, Dark. Boah, das ist eine automatische Tür. Jetzt ist nur unsere Bank im Weg. Ne, nicht die Tür. Bank. Ich muss sie umsetzen. Ein bisschen weiter darüber, dann geht das. So. Genau. Ah, perfekt. Modulares Bauen, das ist doch der Wahnsinn. So. Noch den kleinen Behälter. Und das Poster. Hier und hier. Posterchen. Ja, hier. Oh. Das nenne ich mal ein Schlafzimmer. Sehr geil. Kriege ich das auf ein anständiges Titelbild? Wohl nicht. Es ist, ich finde das immer relativ schwierig, da was Anständiges hinzukriegen. So, vielleicht. In Skyrim, meinem anderen Let's Play, fällt mir das leichter. Ich weiß auch nicht warum. Was haben wir denn noch? Quarz und Titan. Gibt das eine Luke? Können wir die jetzt bauen? Das würde mich freuen. Titan zu wenig. Ja, wir brauchen Titan. Die alte Leier wieder. Und dann heißt es hier noch umziehen. Fertig. Okay, klatschen wir den Rest da auch erstmal raus. Und besorgen uns den Titan. Noch die Geräte aufladen und rausholen da. Bitte hier. Habe ich sonst noch was reingeschmissen? Schubkanone brauchen wir nicht. Seegleiter eigentlich auch nicht. Aber die Batterien will ich kurz wechseln. Sonst wurmt mich das dann auf einmal. Genau, brauchen wir 5 Batterien. So. So, mal die laden, die wirklich es nötig haben. Das sehe ich ja dann schon. Wasser kann bestimmt auch eins raus. Essen werde ich gleich noch.
Leuchtstab erstmal auch. Laserschneider kann eigentlich auch raus. Bauwerkzeug auch, die auch, den auch. Jetzt wird nochmal einen Krebs voll Titan geholt. Doch, Vorrat. Den noch entleeren. Oh, das hat sich schon gelohnt, wieder schon mit dem Silber und dem Uranini, sobald wir dann endlich mal den Nuklearreaktor bauen können. Jetzt wird einfach der Platz gebraucht, den wir haben. Kommt alles noch. Messer bitte. Oh, die Folge schon bald rum. Mir läuft wieder einmal die Zeit weg. Und doch haben wir einiges geschafft, würde ich sagen. Ja, ich habe das Bauen ja ein bisschen aufgeschoben, deswegen muss ich das jetzt einfach nachholen. So, super viel reingemampft. Und bevor die Folge jetzt da zu Ende geht, gehen wir noch kurz ins Lock. Wir haben da noch ein Tier, das wir noch an... Ah, den neuen Leviathan, genau. Phantom. Beurteilung, extreme Bedrohung, den Kraterrand meiden. Ging jetzt noch. Konnten den eigentlich ziemlich easy scannen. So, dann fremde Datendaten aus Gens orangene Tafel. Dieses Gerät summt leicht und zeigt ein orange leuchtendes Symbol, das einen N ähnelt. Es könnte eine Möglichkeit zur Interaktion mit kompatibler Technik bieten. Ja, das werden wir dann auch noch ausfinden, was das genau macht. Dann Besatzungsverzeichnis Paul Torgel. Zusätzliche Such- und Rettungsmission Paul Torgel. Position Chef der Torgel-Gesellschaft, Captain der Degasi. Verschollen im Weltraum in der Nähe des Planeten 4546b. Alter zum Zeitpunkt des Verschwindens 79. Vor einem Jahrzehnt verloren die mongolischen Behörden jeglichen Kontakt zu Paul Torgel und seiner Besatzung. Die Torgels waren ein einfallsreicher und mächtiger Clan und das Schiff war gut ausgestattet, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass sie überlebt haben. Jedoch haben mehrere Schiffe, die das System passierten, vergeblich versucht, das Schiff zu finden. Es besteht die Hoffnung, dass die überlegenen Scanner der Aurora es besser machen. Mehrheitsaktionär der Torgel-Gesellschaft, nachdem seine Mutter in den Ruhestand ging. Interaktion mit Altera beschränkt sich auf unregelmäßige gescharterte Munitionstransporte, begünstigter von Lebensverlängerungstechnologie, begleitet von seinem einzigen Kind Bart Torgel, 19 Jahre alt, Erbe der Torgel-Gesellschaft. Abgesandter Kassar berichtet, dass Torgel häufig mit einer Rumpfbesatzung reiste und bekannt für seine übereilten, aber profitablen Entscheidungen. Unzureichende Systemwartung oder Abweichung vom geplanten Kurs kann zum Verschwinden des Schiffs geführt haben. Ja, Zeit, dass die Folge endet. Die Sprachnachrichten werden wir uns anfangs der nächsten Folge noch anhören. Ich bedanke mich recht herzlich. Freue mich schon auf die nächste Folge. Dann heißt es ab zum Titan farmen. Habt eine gute Zeit bis dahin und auf Wiedersehen.